Hey Leute, wie geht's? Das ist die neue DJI Avatar 2, mit der man richtig schöne cinematische Aufnahmen machen kann. Außerdem gibt's jetzt den Easy Akku Modus, mit dem man richtig viel Spaß haben kann. Im heutigen Video zeige ich alles, was wir über die neue Avatar 2, die neue Goggles 3 und den neuen Motion 3 Controller wissen müssen. Los geht's! Zuerst packen wir sie mal aus. Ich habe hier die Avatar 2 in der Fly More Combo. Wie man sehen kann, hat sich zum Vorgänger richtig viel geändert. Das schauen wir uns gleich mal im Detail an. Hier gibt es jetzt eine praktische Tasche, die gab es beim Vorgänger nicht. Mal sehen, was da alles Schönes drin ist. Die Tasche gefällt mir schon mal sehr gut, denn da wird sicherlich auch ein richtiger Controller reinpassen. Hier haben wir ein USB-C Ladekabel, Werkzeug um die Propeller zu wechseln, eine Kurzanleitung. Hier sind noch Ersatzpropeller und etwas Zubehör für die Videobrille, also für die Goggles 3. Dann haben wir hier ein Dreifach-Ladegerät mit zwei Zusatzakkus. Hier ist der Motion 3 Controller, die Goggles 3 und natürlich die Drohne. Die Avatar 2 gibt es jetzt zum Verkaufsstart in zwei Bundle. Und zwar einmal mit Drohne, einem Akku, Goggles 3 und Motion 3 Controller. Und in meinem Fly More Bundle mit zwei Zusatzakkus, Dreifach-Ladegerät und der zusätzlichen Tasche. Später wird es die Avatar 2 auch ohne Controller und Goggles geben. Das ist dann für diejenigen interessant, die schon eine andere DJI Videobrille oder einen älteren Motion Controller oder DJI FPV Controller besitzen. Derzeit ist die Avatar 2 aber noch nicht mit älteren Geräten kompatibel. Anders sieht es bei der Videobrille aus, denn diese Goggles 3 ist schon jetzt kompatibel mit der DJI R3 und auch mit der Mini 4 Pro. Beide Drohnen kann man dann entweder mit dem neuen RC Motion 3 oder auch mit dem jeweiligen RC2 oder RCN2 Controller fliegen. Einzeln wird die Drohne 489 Euro kosten. In der Fly More Combo mit nur einem Akku kostet sie 999 Euro. Und in der Fly More Combo mit insgesamt drei Akkus kostet sie 1199 Euro. Es gibt auch Zubehör wie zum Beispiel ein ND-Filterset für 69 Euro. Und auch bald einen neuen FPV Remote Controller 3. Der wird 149 Euro kosten. Den Motion 3 Controller kann man auch einzeln für 89 Euro kaufen. Und die DJI Goggles 3 für 659 Euro. Alle Avatar 2 Bundle und auch das Zubehör verlinke ich euch wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dann schauen wir uns erstmal die augenscheinlichen Unterschiede zum Vorgängermodell an. Beim Motion 3 Controller fällt auf, dass der ein ganzes Stück kleiner geworden ist. Außerdem hat er jetzt auch viele neue Funktionen bekommen und man kann damit nicht nur vorwärts, sondern auch hoch, runter, links, rechts und rückwärts fliegen. Und wie wir gleich sehen, können wir damit auch mit nur einer Steuerbewegung diese anfangs gezeigten Easy Acro Loopings fliegen. Bei der Videobrille gibt es drei markante Unterschiede. Das sind einmal die beiden Kameras auf der Vorderseite. Dann haben wir hier jetzt ein bequemes Stirnpolster und es gibt einen integrierten Akku. Beim Vorgänger musste man ja noch einen externen Akku mit Kabel anschließen. Bei der Drohne gibt es auch wesentliche Unterschiede, denn die ist jetzt nicht mehr ganz so klobig wie die Avatar 1. Auch der Akku kann jetzt ganz normal gewechselt werden, ohne ihn zusätzlich anzuschließen. Man kommt jetzt ganz einfach an den USB-C-Anschluss und an den Speicherkartenslot ran. Und wie wir hier sehen, hat die Avatar 2 jetzt eine C1-Zertifizierung. Welche Vor- und Nachteile das mit sich bringt, zeige ich gleich. Bei der Kamera gibt es natürlich auch viele Neuerungen, die zeige ich auch gleich. Jetzt müssen wir aber erstmal alles aktivieren, damit wir auch gleich zum ersten Flug nach draußen können. Ja, ihr könnt euch noch verabschieden. Ach Gottchen. So, zuerst müssen wir natürlich alles aufladen. Am besten funktioniert das mit dem DJI 65 Watt Netzteil, das verlinke ich auch in der Videobeschreibung. Damit lässt sich alles schnell und bequem aufladen, denn die Avatar 2 Akkus haben eine Schnellladefunktion. Damit dauert das Laden pro Akku nur 45 Minuten. Und man kann die Akkus nicht nur schneller laden, sondern wir können jetzt auch länger damit fliegen. Die Avatar 1 hatte eine maximale Flugzeit von 18 Minuten, das wurde jetzt auf 23 Minuten erhöht. Damit hat die Avatar 2 jetzt eine um 28% verlängerte Flugzeit. Solche Angaben gelten natürlich nur unter Laborbedingungen bei einem langsamen Vorwärtsflug. Wer die Avatar 2 ganz normal fliegt, wird hier eher auf 15 Minuten kommen. Und im manuellen Akkumodus verkürzt sich die maximale Flugzeit gerne mal auf unter 10 Minuten. Das sind trotzdem bei solchen Cinewhoop-Drohnen erstaunliche Werte. Die Dreifach-Ladestation hat noch eine praktische Funktion. Wenn wir den Powerknopf gedrückt halten, können wir die verbleibende Leistung von mehreren Akkus auf den Akku mit der höchsten Restladung übertragen. So, alles ist aufgeladen. Dann schauen wir mal, wie wir das Ganze aktivieren.
Dazu laden wir uns am besten zuerst die DJI Fly App aufs Handy. Fürs iPhone finden wir die wie immer im App Store und für Android-Geräte finden wir die auf der DJI-Seite. Jetzt schalten wir alle Geräte ein, indem wir den Power-Knopf einmal kurz und einmal lang drücken. Controller, Goggles und bei der Drohne müssen wir vorher noch die Gimbal-Schutzkappe entfernen, indem wir die unten etwas reindrücken und dann vorsichtig nach vorne schieben. Die Folie entferne ich auch noch und einmal kurz und einmal lang drücken. Der Gimbal und die Motoren machen einen kurzen Check und schon ist alles eingeschaltet und verbindet sich automatisch. Die Videobrille hat übrigens hier drin einen Sensor und zeigt nur das Bild an, wenn man sie aufsetzt oder wenn man den Sensor zum Beispiel mit dem Finger abdeckt. Zuerst verbinde ich mein Handy mit der Videobrille und starte die DJI Fly App. Das Intro können wir direkt überspringen. Dann akzeptieren wir die Nutzungsbedingungen. Mitteilung brauche ich nicht. Bluetooth müssen wir erlauben. DJI benötigt Zugriff auf die Fotomediathek, um zum Beispiel Fotos und Videos zu speichern. GPS, Hardware und Standortinformationen werden auch benötigt, damit alles reibungslos funktioniert. Meine Benutzerdaten möchte ich erstmal nicht teilen. Jetzt können wir alles aktivieren und uns mit unserem DJI-Benutzerkonto anmelden. Hier gebe ich dafür meine E-Mail-Adresse und mein DJI-Passwort ein. Und Aktivierung erfolgreich. Das ging schnell. Jetzt, und das ist neu, gibt es noch den Hinweis, dass wir uns beim Luftfahrtbundesamt registrieren sollen, die Remote-ID an der Drohne anbringen sollen und dass wir für die Avatar 2, die ja eine C1-Zertifizierung hat, den kleinen Drohnenführerschein, also den Kompetenznachweis A1A3 benötigen. Die Registrierung und den kleinen Drohnenführerschein kann man ganz schnell online erledigen, kostet auch nicht viel Geld und außerdem benötigen wir noch eine Drohnenhaftpflicht. Meine empfohlene Versicherung findet ihr wie immer unter dem Video im ersten Kommentar und auch in der Videobeschreibung. Die kostet mit meinem Rabattcode jährlich nur ca. 36 Euro. Weiter geht's. Jetzt gibt's noch eine kurze App-Einführung. Hier links gibt's also noch Informationen zu den Drohnenregeln. Oben rechts gibt's unter anderem Tutorial zur Bedienung der Drohne und unten rechts gelangen wir zur Flugansicht. Hier oben rechts wird jetzt angezeigt, dass wir eine neue Firmware installieren können. Das mache ich auch noch schnell. Und hier sehen wir, dass gleich alle drei Geräte eine neue Firmware bekommen. Zeitraffer an. Das hat bei mir über 10 Minuten gedauert und die FlySafe-Daten bekommen auch gleich noch ein Update. Ich werde gleich mal meinen Aufkleber mit der Remote-ID unter der Drohne anbringen. Auch den verlinke ich euch in der Videobeschreibung. So, die FlySafe-Daten sind aktualisiert. Dann tippe ich mal auf Fliegen. Hier können wir jetzt als erstes die Sprache einstellen. Das funktioniert mit den beiden Tasten an der Goggles. Da haben wir einen 5D-Knopf und einen Knopf, mit dem wir im Menü zurückgelangen. Mit dem 5D-Knopf können wir im Menü hoch, runter, links und rechts navigieren und bestätigen drücken. Ich gehe also runter auf Deutsch und bestätige das, indem ich den 5D-Knopf drücke. Dann gehe ich auf Weiter. Hier gibt es jetzt auch noch eine kurze Einführung für die Goggles. Wir können also das Kopfband hinten mit dem Einstelldrehknopf anpassen. Und wir können die Brille mit dem Stirnpolster hoch und runter justieren, bis sie gut sitzt. Dann können wir hier den Pupillenabstand anpassen. Und wir können für beide Augen die Schärfe, also die Dioptrie, auf unsere Bedürfnisse einstellen. Und jetzt kommt eine neue Funktion, die sehr spannend ist. Denn durch die beiden Kameras auf der Vorderseite können wir jetzt die Umgebung sehen, ohne dafür die Goggles abnehmen zu müssen. Dazu brauchen wir nur einen Doppelklick auf der rechten Seite der Brille machen und schon wird uns mit dem sogenannten Real View die Umgebung angezeigt. Ins Kurzbefehlmenü gelangen wir, indem wir den 5D-Knopf nach hinten bewegen. Hier haben wir die Menüpunkte Aufnehmen, Erweiterte Anzeige, Kopfsteuerung, Live-Ansicht aufs Handy freigeben. Hier haben wir die Easy Acro-Funktion und wir können die Helligkeit der Brille einstellen. Alle Funktionen zeige ich natürlich auch noch ausführlicher. Mit der Zurücktaste verlassen wir wieder das Menü. Wenn wir den 5D-Knopf nach vorne bewegen, gelangen wir in die Kameraeinstellung, wo wir zum Beispiel zwischen Automatik und manuellen Einstellungen wechseln können. Und wenn wir den Knopf nach rechts bewegen, gelangen wir zu den allgemeinen Einstellungen. Hier haben wir zum Beispiel die Statusmeldung. Ich habe hier gleich mehrere Meldungen. Zum Beispiel fehlt mir in der Wohnung das GPS-Signal. Die Drohne ist noch im Anfängermodus und die Goggles haben einen Kompassfehler, da sie auf einem Tisch mit viel Metall liegen. Und hier oben rechts können wir die Goggles mit anderen Geräten koppeln, zum Beispiel mit der Mini 4 oder mit der R3. Dann haben wir hier unser Album, wo bei mir noch keine Aufnahmen gespeichert sind.
Darunter gelangen wir zur Funkübertragung und ganz unten geht's in die allgemeinen Einstellungen, wo wir die Menüpunkte Sicherheit, Steuerung, Kamera, Display und Info finden. Das war die Anleitung für die Videobrille. Jetzt gibt's noch eine kurze Anleitung für die Bewegungssteuereinheit, also für den Motion 3 Controller. Das Schöne ist, dass wir mit dem Controller nicht nur die Drohne steuern können, sondern auch sehr einfach Einstellungen im Menü vornehmen können. Wenn wir also das Rädchen am Controller gedrückt halten, können wir den Cursor neu zentrieren. Ah ja, so funktioniert das also. Sehr gut. Jetzt können wir also den Cursor bewegen und mit dem Gashebel, also der Schubtaste am Zeigefinger, können wir hier etwas im Menü bestätigen oder abbrechen und zum vorherigen Menü gelangen. Und mit dem Steuerknüppel am Controller können wir auch navigieren. Wenn wir das Rädchen am Controller doppelt drücken, wird uns in der Brille wieder die Umgebung mit diesem Real View angezeigt. Und genauso gelangen wir auch wieder zurück zur normalen Ansicht. Und hier wird uns noch die Funktion der anderen Tasten am Controller gezeigt. Da haben wir zum Beispiel die rote Sperrtaste, um die Drohne zu stoppen oder zum Starten und Landen. Die Modustaste, um zum Beispiel in den schnelleren Sportmodus zu gelangen oder um eine automatische Rückkehr einzuleiten. Und Taste Nummer 3 ist die Aufnahmetaste, mit der wir auch zwischen Foto und Video wechseln können. Mit der Schubtaste, also dem Gashebel, können wir zum Beispiel vorwärts oder rückwärts fliegen. So können wir gleichzeitig nach links und rechts fliegen. Und mit dem Steuerknüppel können wir auch hoch und runter oder seitwärts fliegen. All das zeige ich aber auch gleich draußen während des Fluges. Das war also die Anleitung für die Videobrille und den Motion Controller. Dann schauen wir noch kurz aufs Display. Und links wird der aktuelle Flugmodus angezeigt, daneben die Höhe, Entfernung und Geschwindigkeit der Drohne. Hier sehen wir die Position der Drohne in Bezug zum Startpunkt. Hier wird der Akkustand der Drohne angezeigt und die noch verbleibende Flugzeit. Wir sehen die Qualität des Funk- und Videosignals, hier das GPS-Signal und den Akkustand der Goggles. Hier werden wichtige Hinweise angezeigt und hier oben sehen wir die verbleibende Aufnahmezeit der Drohne. Ich habe noch keine Speicherkarte eingelegt, aber es gibt jetzt einen 48 GB internen Speicher. Das reicht im aktuellen Aufnahmemodus für 1,5 Stunden. Sehr schön. Und wir können auch eine Speicherkarte in der Videobrille einlegen, um zum Beispiel eine Aufnahme mit den hier angezeigten Onscreen-Einblendungen aufzunehmen. Jetzt sind wir also bereit für den ersten Flug, wo ich zeige, wie man die Drohne mit dem Motion 3 Controller fliegt. Und ich zeige alles, was wir über die Avatar 2 wissen müssen. Raus geht's! So, ich bin an meinem Lieblingsort. Dann kann der erste Flug losgehen mit der DJI Avatar 2. Gimbalsperre abmachen. Dann schalte ich alles ein. Einmal kurz, einmal lang. Spotter habe ich zwar dabei, aber ich fliege erstmal ohne Videobrille, um erstmal überhaupt zu sehen, wie gut die Drohne überhaupt in der Luft bleibt. Na, mal gucken. So, dann starte ich gleich meine Aufnahme. Aufnahme läuft und sieht alles super aus. Bin immer ein bisschen aufgeregt beim ersten Flug. Okay, Propeller starten. Zweimal auf den Knopf drücken hier. Jetzt starten erstmal nur die Propeller. Mehr passiert nicht. Und wenn ich nochmal zweimal raufdrücke, gehen sie wieder aus. So, nochmal einschalten. Und jetzt Knopf gedrückt lassen. Und die ist erstaunlich leise, die Drohne. Das hat DJI sehr gut hingekriegt. Was mir auch gut gefällt, wenn ich jetzt den Controller bewege, tut sich gar nichts. Erst wenn man den ganz leicht nach hinten zieht, reagiert sie auf die Bewegung. Jetzt habe ich wieder losgelassen und passiert gar nichts. Also, wenn man den hier nach hinten zieht, fliegt sie vorwärts. Wenn man den nach vorne zieht, fliegt sie rückwärts. Den ziehe ich wieder nach hinten, jetzt fliegt sie wieder vorwärts. Und wenn ich den Controller so bewege, fliegt sie vorwärts nach oben gleichzeitig. Und nach unten. Und so fliegt sie eine Kurve. Also die ist wirklich leise. Ja, ich stehe jetzt genau daneben. Na gut, jetzt hört man sie richtig. Aber sobald ich ein paar Meter weggehe, wird man sie eigentlich kaum noch hören hier in meinem Mikrofon. Wunderbar. Und die lässt sich richtig sanft steuern.
Das gefällt mir. So, Kamera bewegt sich hoch und runter. So bewegt sie sich nach links und rechts. Ja. Na dann fliege ich mal eine Runde. Und wenn man alles loslässt, bleibt sie sofort stehen. Mit dem Joystick können wir die Drohne auch bewegen. Hoch, runter, seitwärts links, seitwärts rechts. Ja, also die kann man Tatsache auch indoor richtig gut fliegen. Selbst zu Hause wahrscheinlich, in meiner kleinen Wohnung. Und wie mir scheint, ist sie gerade noch im Anfängermodus. Was ich hier auch erstmal super finde. Dauert keine 2 Minuten, da kann man die schon richtig gut steuern mit dem Controller. Ja, also der Anfängermodus ist für mich am Anfang erstmal super. So, landen entweder mit dem Joystick, den nach hinten. Ich starte nochmal. Jetzt steigt sie auf 1,20 Meter Höhe und zum Landen den wieder gedrückt halten. Und die landet automatisch. Jetzt regnet es wieder, muss ich reingehen wahrscheinlich. Ja, leider stürmt es mal wieder und regnet. Da muss ich wohl hier in der Halle fliegen. Sollte aber kein Problem sein. So. Dann schauen wir uns das Ganze mal durch die Videobrille an. Mit der Videobrille sieht es auch super aus. Ich hatte bisher immer ein paar Probleme damit. Aber jetzt durch dieses Kopf-Stirn-Dingens hier funktioniert das wunderbar. Endlich mal sitzt die Brille bei mir auch richtig gut. So, dann fliege ich hier jetzt noch eine Runde. Okay, GPS-Signal schwach. Kein Problem, weil die hat ja nach unten gerichtete Bodensensoren. Damit kann sie auch auf der Stelle schweben. Sehr gut. Wenn man mal keinen Spotter dabei hat, heißt das nicht, dass man nicht mit der Avatar 2 fliegen kann. Denn man kann ja auch mit dem Display fliegen. Ich halte wieder alles ein. Dann verbinde ich die Goggles mit dem Handy. Das funktioniert auch ohne Kabel, aber da muss ich erstmal gucken, wie. Schon wird mir die DJI Avatar 2 angezeigt. Dann gehe ich auf Fliegen. Ja, und schon sehen wir ein Bild. Dann teste ich jetzt mal den ISO-Akku-Modus. Da haben wir hier oben Schieben auf Deutsch, Driften um 180 Grad und Salto. Okay. So, ich fliege vorwärts und bewege den Joystick nach vorne. Und nach links. Und nach rechts. Das macht Spaß. Ich weiß zwar nicht, wie es in den Aufnahmen aussieht. Links. Rechts. Also das macht richtig Spaß. Das sind die Salto. Hiermit können wir hoch und runter gehen im Display. Und zwar Driften um 180 Grad. Da zeigt er an, nur nach links und nach rechts. Ich fliege mal genau hier durch. Auch nicht schlecht. Ja, mit Videobrille geht es natürlich einfacher. Dann sieht man ja auch, was man macht.
Vorwärts liegen und drehen. Oh, macht auch Spaß. Jetzt kommt er automatisch zurück. Hiermit mit dem roten kann man es abbrechen. Man kann auch korrigieren. Sehr gut. Ich breche es trotzdem ab. Einmal den roten drücken und jetzt kann man selber landen. Perfekt. 7% von der Goggles sind verbraucht. Controller ist immer noch voll. Wunderbar. Ich mache kurz Pause und guck mir mal an, was mein heutiger Spotter Hans so drauf hat. Und tschüss. Weg ist er. Ah, an den Turm schon. So schnell geht es. Er fliegt eine selbstgebaute Drohne mit der Goggles 2 und der DJI O3 Air Unit. Ich habe ihn gerade auch mal durch meine neue Goggles 3 durchsehen lassen und auch er war sofort überzeugt und wird sie sich jetzt auch zulegen. Wie lange kommst du denn mit dem Akku? Ungefähr 5 Minuten. 5 Minuten, ja. Bin ich gespannt. Morgen werde ich auch mal mit meiner mal ein bisschen länger fliegen, weil angegeben 23 Minuten, aber nicht im Agro-Modus. Zu schnell für meine Gimbal-Kamera. So, ich will jetzt auch schneller fliegen und deaktiviere den Anfängermodus. Dazu gehe ich in der Videobrille mit dem 5D-Knopf nach rechts ins Menü, dann auf Einstellungen, hier auf Steuerung und hier unten können wir den Anfängermodus ein- oder ausschalten. Und wenn ich schon mal hier bin, zeige ich euch gleich noch die Real-View-Funktion der Brille mit den beiden Kameras. Dazu gehe ich auf Display und hier unten auf Real-View Bild-in-Bild aktivieren. Und so sieht das dann in der Goggles aus. Wir haben also die Möglichkeit, durch einen Doppelklick rechts an der Brille die reale Umgebung zu sehen und wir können zusätzlich oben links die Flugansicht mit einblenden. Gerade beim Start und bei der Landung kann das sehr nützlich sein und manchmal hört man vielleicht auch Stimmen, also nicht die Stimmen im Kopf, sondern wenn vielleicht mal Leute in der Nähe sind. Da kann man auch schnell mal nachschauen oder man kann nachschauen, was der alte Spotter gerade so treibt. Ey du Spotter, du sollst die Drohne beobachten, nicht darin kicken. Ach so, ich soll die Drohne ankicken. So, dann probiere ich mal das Head-Tracking. So, ich bewege das Steuerkreuz einmal runter. Dann gehe ich auf Kopfsteuerung. Okay, mal sehen, wie es sich so fliegt. Beim Head-Tracking fliegen wir mit dem Controller in die gewünschte Richtung, können aber dabei die Kamera in eine andere Richtung blicken lassen. Der Kreis zeigt uns also die aktuelle Flugrichtung und die Skala oben in der Mitte zeigt uns gleichzeitig, wie weit wir gerade nach links oder rechts blicken. Die Aufnahmen der Kamera sehen natürlich auch hier durch die Stabilisierung sehr ruhig aus. Und im Display sieht es nicht ganz so ruhig aus, denn hier wird uns direkt angezeigt, wie wir den Kopf währenddessen bewegen. Mit dieser Head-Tracking-Funktion hat man noch mehr das Gefühl, im Cockpit zu sitzen. So, dann fliege ich mal hier lang, aber bewege dabei den Kopf nach links. Auch nicht schlecht. Muss man natürlich aufpassen. Ja, die Drohne fliegt immer weiter in die Richtung. So, ich fliege volle Granate geradeaus. Man kann jetzt hier alles schön angucken. Ja, auch nicht schlecht. Ist erstmal gewöhnungsbedürftig, aber so kann man ja oft tolle Aufnahmen machen. Ja, das macht ja auch Spaß. Man fliegt also immer Richtung Kreis, auch wenn man dabei jetzt da lang guckt, fliegt sie trotzdem in die Richtung. Jetzt bewege ich den runden Punkt mit dem Controller nach rechts. Fliege in die Richtung, aber drehe mich jetzt dabei. Die fliegt weiter in die Richtung und ich kann jetzt nach hinten gucken. Und währenddessen man in die Richtung geradeaus fliegt, kann man jetzt auf die Türme gucken. Ja, man fliegt geradeaus und guckt dabei gleichzeitig nach unten. Zum Beispiel in den Turm rein. Mit dieser Kopfsteuerung sind so also auch ruhige Aufnahmen nach unten oder zum Beispiel seitwärts oder auch Umkreisung möglich. Wunderbar. So, dann mache ich Head-Tracking wieder aus und gehe nochmal in den Easy Acro.
mit dem Rädchen gehe ich auf Salto. Hier stimmt die Übersetzung noch nicht ganz, denn Salto sagt eigentlich außer mir heute niemand. FPV-Flieger reden hier eher von Rolls, Flips, Spins und Splits. Das aber nur am Rande. Viel wichtiger ist zu wissen, dass der obere Modus Schieben im Prinzip keine Funktion hat. So können wir also auch im Easy-Akku-Modus die Drohne auch mit dem Joystick ganz normal steuern, ohne jedes Mal wieder rauszuwechseln. Und Rückwärtssalto. Das macht richtig Spaß. Das muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt eine meiner Lieblingsfunktionen. Vorwärtssalto. Jawohl. Geil. So, wenn ich merke, dass ich einen leichten Tattrich habe. Ich habe einen schönen Tattrich. Wenn man das erste Mal macht, das ist echt Wahnsinn. Und macht so einen großen Spaß. Ich freue mich so dermaßen. Geil. Ob eine Drohne zusammen mit dem Controller zu einem passt, merkt man übrigens am einfachsten bei einem sogenannten One-Shot- oder One-Take-Video. Mit normalen Drohnen und einer normalen Steuerung schaffe ich das immer sehr gut. Mal sehen, wie das mit mir und der Avatar 2 klappt. Ich werde jetzt also versuchen, die Avatar 2 mit dem Motion 3 Controller in einem einzelnen Take zu steuern, ohne große Steuerungsfehler. Die Aufnahme darf nicht geschnitten werden und es darf auch nicht langweilig wirken. Da bin ich mal gespannt, wie gut mir das gelingt. Und währenddessen werde ich die wichtigsten Infos und Funktionen der Drohne, des Controllers und der Videogoggles erzählen. Das mache ich allerdings mit einem Overvoice im Schnitt, da ich erst am großen Monitor das aufgenommene Video der Drohne sehe. Hier ist jetzt leider die Sonne hinter einer Wolke verschwunden, aber die kommt sicher gleich wieder raus. Deshalb sage ich erstmal was zur Steuerung. Der neue Motion 3 Controller liegt super in der Hand. Alles lässt sich butterweich damit steuern. Und auch das Fliegen mit einem solchen Motion Controller macht richtig Spaß. Ich mache das hier jetzt zum dritten Mal und muss sagen, dass ich mich sofort an diese Art Steuerung gewöhnt habe. Beim ersten Mal bin ich noch ziemlich zaghaft viel weiter oben geflogen, aber unterdessen traue ich mir schon zu, auch mal etwas weiter unten zwischen den Bäumen oder Häusern zu fliegen. Der Hauptgrund, warum ich bisher nicht so oft FPV geflogen bin, ist, dass mir die Vorgänger-Videobrillen nie so richtig gepasst haben. Dadurch war bei mir das Videobild in der Brille etwas verzerrt. Manchmal kam es mir sogar vor, als würde ich einen leichten Silberblick haben. Und hier jetzt mit der neuen Goggles 3 funktioniert das für mich endlich perfekt. Alles sieht super scharf aus und die Brille sitzt super, ohne dass irgendwas drückt. Und jetzt, wo ich alles auch gut sehen kann, freue ich mich umso mehr auf meinen ersten Flug gleich im Sportmodus und bald auch auf meinen ersten Flug mit dem FPV3 Controller im richtigen manuellen Akkumodus. Wie wir unten links sehen, bin ich noch im Normalmodus. Hier fliegt die Drohne ca. 8 Meter pro Sekunde, das sind ca. 30 km/h, und im Sportmodus fliegt sie ca. 60 km/h. Mit dem FPV3 Controller wird es im Akkumodus etwas schneller gehen, aber da die Avatar 2 eine C1 Zertifizierung hat, wird sie wohl maximal 68 km/h fliegen können. Da kann sie mit richtigen Racing-Drohnen nicht mithalten. Die DJI FPV ist mit 140 km/h doppelt so schnell. Die war mir als Anfänger damit allerdings zu schnell und auch zu schwer. Und die Vorgängerversion, also die Avatar 1, fliegt im manuellen Akkumodus knapp 100 km/h. Da wird die Avatar 2 mit 68 km/h also nicht drankommen, aber das reicht mir auch locker. Und der große Vorteil ist, dass man durch die C1-Zertifizierung auch in Wohn- und Gewerbegebieten fliegen darf, natürlich unter Berücksichtigung der Regeln, also zum Beispiel nicht über Wohngrundstücke. Ein weiterer Vorteil ist hier dann die Lautstärke, denn die Avatar 2 ist ungefähr so leise wie meine DJI Air 3. Wer schon eine Goggles Integra oder Goggles 2 besitzt, kann sich freuen, denn die Avatar 2 wird demnächst damit kompatibel sein und auch mit dem RC Motion 2 und dem FPV Controller 2 wird sie bald steuerbar sein.
Diejenigen können sich also die Avatar 2 ohne Controller und Goggles kaufen. All diese Produkte werde ich also, sobald vorhanden, unter dem Video verlinken. Dann komme ich zur Videoqualität. Spätestens jetzt solltet ihr also die YouTube-Qualität auf 4K stellen, denn da wird das Video am wenigsten komprimiert. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich von den Aufnahmen wieder richtig begeistert bin. Der blaue Himmel mit den Schäfchenwolken sieht echt schön aus und auch die Stabilisierung macht die Aufnahmen butterweich. Der 12-Megapixel-Sensor ist jetzt von 0,6 auf 0,8 Zoll gewachsen. Dadurch gibt's noch detailreichere Aufnahmen und mehr Lichtstärke. Die Aufnahmen können jetzt in 4K mit 60 FPS in HDR aufgenommen werden. In 1080p oder 2,7K können wir auch mit 120 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Damit gelangen super schöne Zeitlupen. Jetzt wechsle ich in den Sportmodus. Es gibt für diejenigen, die die Aufnahmen noch professionell bearbeiten wollen, einen 10-Bit D-Log-M-Modus. Die Avatar 2 hat jetzt nicht nur eine Hinderniserkennung nach unten, sondern auch nach hinten. Das sorgt für mehr Sicherheit, zum Beispiel bei Indoor-Flügen und auch im Easy-Akku-Modus. Außerdem gibt's den sogenannten Turtle-Modus. Falls die Drohne mal in unwegsamem Gelände abstürzen sollte, kann man sie damit automatisch wieder umdrehen und einfach weiterfliegen. All das zeige ich im nächsten Video, wenn es um alle Einstellungen und Funktionen geht. Die maximale Reichweite hat sich durch OcuSync 4 von 6 km auf 8 km erhöht. Erlaubt sind ja generell nur Flüge in Sichtweite, aber gerade auch innerhalb der erlaubten Sichtweite hat man dadurch ein viel stabileres Videosignal. Und was mich besonders freut, ist die längere Flugzeit, die wie gesagt von 18 auf 23 Minuten erhöht wurde. Die werde ich hier natürlich nicht erreichen, da ich ja jetzt auch im Sportmodus unterwegs bin. Das Gewicht hat sich von 410 auf 390 Gramm verringert, wodurch sie noch agiler ist. Und die Aufnahmen lassen sich jetzt noch schneller und einfacher zum Beispiel aufs Handy übertragen. Auch beim Videoschnitt hat sich einiges getan. Dazu werde ich bald wieder ein neues Video, diesmal zur LightCat-App machen. Ja, das war also mein Video zur neuen DJI Avatar 2 und wie man gesehen hat, hat mir das richtig Spaß gemacht. Am meisten Spaß hat mir natürlich der Easy-Akku-Modus gemacht. Einfach nur nach links, rechts, vorne oder hinten steuern und zack, hat man richtig geile Loopings oder, nee, Loopings heißen die nicht, diese Flips und Rollen und so weiter. Hammer, das macht richtig Spaß. Was mir allerdings jetzt am allermeisten gefällt, ist die neue Goggles, denn die sitzt jetzt wie angegossen, perfekt. Ruhige Aufnahmen mache ich natürlich weiterhin mit der R3. Die Mini 4 Pro nehme ich immer mit in Urlaub und die nutze ich, wenn ich einfach mal nur Spaß haben will. Im nächsten Video zeige ich alle Funktionen und Einstellungen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Macht so, die Abmod mache aber ich. Lass es lieber. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben oder zwei. Macht's gut. Bye, bye. Ja, ja.